Das ist von der lieben Lisa. Lisa hat ein... Lisa, da müssen wir noch mal was machen. Lisa hat in Arbeitsverhalten eine 4 und in Sozialverhalten auch eine 4. Also Lisa, ganz wichtig, immer dranbleiben, lass dich nicht unterkriegen. In einem Jahr sieht das schon wieder ganz anders aus. Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen bei meinem Video. Ja Leute, ich hoffe natürlich, euch geht's gut. Von mir kam... Irgendwie immer, wenn ich anfange, ein Video zu drehen, wird unser Kühlschrank laut. Ja Leute, wir haben eingekauft für Silvester und seitdem steht einfach ein Einkaufswagen in unserer Wohnung. Keine Angst, wir bringen den natürlich auch wieder zurück. Naja, egal, darum soll es halt hier eigentlich gar nicht gehen. Jetzt werde ich gerade angerufen, der fängt ja super an. Ja, hallo? Okay, nochmal von vorne. Vor 2 oder 3 Tagen kam ja das Video, wo ich euch mal mein Zeugnis gezeigt habe. Wie war ich so in der Schule, wie war ich in der 5. Klasse in der Schule und wie war ich dann in der 12. Klasse in der Schule. Und das Video ist echt ganz gut angekommen und ich habe einen Kommentar unter dem Video gefunden, wo jemand geschrieben hat, yo Alex, schau dir doch mal unsere Zeugnisse an, wir können dir die schicken und du schaust mal drüber. So, jetzt... müssen wir noch ein bisschen warten. So Leute, da hinten sitzt jetzt Juri, der will mich ein bisschen nerven, aber ich lasse mich jetzt gar nicht davon abbringen. Nein. Jeden Tag bohren diese Idioten daneben an, ey. Sorry, dass das Intro jetzt schon wieder so lang ist. Auf jeden Fall hat mir jemand geschrieben, Alex, reagier doch mal auf unsere Zeugnisse. Ihr habt mir sehr, sehr viele zukommen lassen. Ihr könnt mir auch weiterhin ganz, ganz viele schicken. Vielleicht... Alter, was macht der Typ? Digga, das ist letztens, wo du nicht da warst. Morgens angefangen bis abends, immer in so halbe Stunden auf den. Boah, was macht der denn da? Haut der da einen Presslufthammer in die Wand oder was? Und gleich fällt das Haus hier zusammen. Irgendwann haben die doch alles hingebaut. Ja, eben. Also ihr könnt mir weiterhin Zeugnisse schicken. Vielleicht jetzt nicht so ganz normale Standardzeugnisse, wo ihr einen Durchschnitt von 2,0 habt, sondern vielleicht was aufgefallen ist, was extrem gut ist oder was extrem schlecht ist, damit es auch ein bisschen witzig ist. Natürlich wird der Name immer ausgeblendet, das ist ganz klar. Aber ich will gar nicht lange labern. Wenn ihr Bock habt, dass das so ein kleines Format wird, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Sag mal so, bei genug Likes gibt es dann auch die zweite Folge. Und wir fangen jetzt an mit dem ersten Zeugnis. Ich blende das immer hier so ein bisschen ein. Und da bin ich jetzt mal gespannt. So, das ist das erste Zeugnis. Zeugnis eigentlich was relativ normales. Die hat einfach Noten für Beitragen, Fleiß, Mitarbeit und Ordnung bekommen. Alles nur eine 2. Deutsch 2, Englisch 2, Kunst 2, Musik 1. Geo 3, Mathe 3, Bio 2, Physik 3, Sport 3, Ethik. Alter, wie viele Fächer hast du bitte? Wir kommen dann auf einen Gesamtnotendurchschnitt von 2,8. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Mach weiter so. Das Zeugnis ist aus der 6. Klasse, 6b. 8 Fehltage, davon unentschuldigt 0. Da ist wohl jemand eher selten krank. So, wir kommen zum nächsten Zeugnis. Das kommt von der Michelle. Über Michelle weiß ich jetzt ungefähr alle Daten, aber das wird natürlich ausgeblendet. Die Michelle geht in die zweite... Achso, nee, das ist wahrscheinlich dann die 6. Klasse auch. Schreibt es mal in die Kommentare. Schülerin der Klasse 2, zweite Schulstufe, Volksschule. Also wenn man das jetzt aufs deutsche Schulsystem übertragen würde. Ich glaube, das ist Österreich. Auf jeden Fall hat sie in Religion eine 1. In Sachunterricht auch eine 1, in Deutsch, Lesen und Schreiben eine 2, Mathe 3 und der Rest 1. Musikerziehung, bildnerische Erziehung, technisches Werken, Bewegen und Sport. Wer denkt sich denn bitte den Namen Bewegen und Sport aus? Was macht man denn sonst im Sport? Hinsetzen oder was? Wir haben hier auf jeden Fall einen Schnitt von 1,4, würde ich mal schätzen. Ja, Michelle, weiter so. Aus dir wird mal was. Ey, was haben wir denn hier? Oh, ist ähnlich wie mein Zeugnis in der 10. Klasse, würde ich mal schätzen. Deutsch 3, Lateinisch. Lateinisch, sagt man das so? Das heißt doch einfach Latein. Ausreichend. Englisch 2, praktische Philosophie 2, Erdkunde 3. In Mathe haben wir eine 4. Oh, da musst du noch was machen. Das Ding ist, es gibt ja sehr viele, die sagen einfach von Grund auf Mathe, das verstehe ich nicht. Ich finde, wenn man sich wirklich dahinsetzt und das baut halt alles so ein bisschen aufeinander auf und wenn man alles so ein bisschen versteht, irgendwann hat man so den Dreh raus und dann kann es auch wirklich Spaß machen. Dann kann Mathe wirklich Spaß machen, wenn du einfach die Aufgaben richtig löst. Ach übrigens, tut es mir auch leid, dass genau so ein Video jetzt kommt, wo eigentlich Ferien sind. Aber ist mir egal, ich gehe ja nicht mehr zur Schule. So, Chemie 3, Bio 2, Musik 4, oh, Kunsterziehung, was auch immer das sein soll und Sport sehr gut.
Da ist wohl jemand sportlich, finde ich gut. Ist ungefähr ein Schnitt von 3,0, also ist auf jeden Fall noch okay. Ich meine, Note 4 heißt ja ausreichend, somit ist es auch ausreichend. So Leute, dann hat mir noch ein Mädchen ihr Zeugnis aus der 5. Klasse einmal geschickt und danach noch aus der 7. Klasse. Ich glaube, sie ist jetzt in der 8. Klasse oder so. Und das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie man sich verbessern kann. Hier haben wir das Zeugnis aus der 5. Klasse, da haben wir in Deutsch eine 3, Englisch eine 5, Kunst eine 4, Musik 2, Textilgestaltung 2, Erdkunde 4, Mathe 4, Physik auch 4 und den Rest halt irgendwie so 3. Also es ist dann eigentlich schon mal ein etwas grenzwürdiger Durchschnitt. Auch 131 versäumte Stunden, davon unentschuldigt eine Stunde. Das ist okay, aber man kann ja nie wissen, was da passiert ist. Und dann schauen wir jetzt mal auf das Zeugnis aus der 7. Klasse von ihr. Wir haben hier einfach ein ultra gutes Zeugnis. Rallye 1, Deutsch 1, Geschichte 1, Erdkunde 1, Mathe 2, Bio 1, Physik 2, Chemie 1. Dafür bewundere ich dich sehr. Englisch 2, Technik 2, Wirtschaft 1, Hauswirtschaft 1, Sport 1. Kunst 2. Das müsste auf jeden Fall ein Schnitt zwischen 1,3 und 1,4 ungefähr sein. Finde ich richtig gut, mach weiter so, aber man sollte auch nie zu viel lernen. Ich meine natürlich bei so Leuten, die halt einen extrem guten Durchschnitt haben, kann es sein, dass sie einfach mega schlau sind oder sie lernen halt einfach den ganzen Tag. Und das finde ich dann schon wieder etwas traurig, weil man sollte auch die Freizeit nicht vergessen. Ob man dann 1,2 hat oder 1,9 ist auch egal. So Leute, kommen wir zum nächsten Zeugnis. Das ist von... keine Ahnung. Versäumte Stunden 26, davon unentschuldigt keine Stunde. Auch ein sehr, sehr gutes Zeugnis. Deutsch 2, Englisch 1, Französisch 2, Geschichte 1, Mathe 1, Physik 1, Musik 1, Kunsterziehung 1, Sport 1. Müsste ungefähr ein Durchschnitt von 1,3 sein. Richtig gut. Ich bin stolz auf dich. So Leute, und ich würde sagen, wir kommen noch zum letzten Zeugnis. Das ist von der lieben Lisa. Lisa hat ein... Lisa, da müssen wir noch mal was machen. Lisa hat in Arbeitsverhalten eine 4 und in Sozialverhalten auch eine 4. Oh nein. Was machst du denn, Lisa? Lisa hat in Deutsch eine 4. In Mathe hat es nur für eine 5 gereicht, aber man kann das ja ausbauen, ist ausbaufähig. Englisch 3, Gesellschaftslehre 4, Rallye 3, Ernährungslehre. Was ist das für eine Scheiße? Habe ich noch nie gehört. 4, Sozialverhalten 4. Oh oh, Bio 4, Physik 4, Arbeitslehre 2, Sport 4, Lisa, also, was machst du denn? Kunst 4, Werken 1. Lisa kann wenigstens gut werken. Und Lisa war aber auch nur einen Tag nicht da. Also Lisa, ganz wichtig, immer dranbleiben, lass dich nicht unterkriegen. In einem Jahr sieht das schon wieder ganz anders aus. Leute, schickt mir eure Zeugnisse zu, zensiert einfach euren Namen, dann muss ich das nicht machen. Ansonsten hoffe ich natürlich, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da für noch mehr Ausgaben. Checkt mal Snapchat und Instagram ab. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen wieder. Haut rein, das Jahr ist bald vorbei. Ich wünsche euch schon mal einen guten Rutsch. Aber eigentlich sollte morgen das Video noch kommen, hoffe ich. Ja, wir sehen uns. Ciao.